Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Hämorrhoiden können uns ganz schön zu schaffen machen. Sie jucken, sie brennen, sie bluten beim Gang zur Toilette oder auch in anderen Momenten. Dabei haben ja Hämorrhoiden durchaus ihre Aufgabe. Sie gehören zu unserem Körper und trotzdem kann man etwas machen, wenn sie eben jucken oder brennen, wehtun oder bluten. Bei mir ist Dr. Philemon Antonakis. Er ist Oberarzt in der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie kommen konnten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Sagen Sie uns, wozu sind denn diese Hämorrhoiden gut? Ja, die Hämorrhoiden sind bei jedem erwachsenen Menschen da. Die tragen zu der Feinkontinenz bei. Die sind nichts anderes als ein Geflecht aus Arterien und Venen, also ein Gefäßgeflecht, was im Enddarmbereich liegt und dazu sorgt, dass praktisch der Enddarm sich verschließt zwischen den Stuhlgängen, also zwischen den Toilettengängen. Ja, also Feinkontinenz heißt, dass der Darm auch wirklich dicht hält und dass nicht etwas rauskommt, wovon man nicht möchte, dass es rauskommt. So kann man es vielleicht bezeichnen. Genau. Wo sitzen die genau? Wir haben dazu auch ein paar Bilder mitgebracht, die blenden wir jetzt gleich ein, aber erklären Sie uns bitte, wo sitzen die? Genau, die sitzen direkt oberhalb des Analkanals, also sprich da, wo der Darm aufhört und der Analkanal beginnt, an der Grenze. Die bestehen, wie schon gesagt, aus Gefäßen, die sind direkt unter der Schleimhaut gelegen und die werden dann von Gefäßen versorgt, die sowohl von oben als auch von unten kommen. Ja, das heißt also, die sitzen ja gar nicht ganz am Ende des Darms, sondern so ein Stückchen weiter höher eigentlich. Genau. Aber wenn wir sie unangenehm merken, dann haben wir ja schon das Gefühl, dass das ganz, ganz, ganz weit unten stattfindet. Genau, also sobald die Hämorrhoiden rausgucken, also sobald die Hämorrhoiden von außen sichtbar sind, dann haben wir schon ein gewisses Problem. Also die Hämorrhoiden, wie gesagt, sind bei jedem Menschen da. Sobald die Probleme machen, sprechen wir erst von einem Hämorrhoidalleiden. Und dazu gibt es verschiedene Ausprägungsgrade, ne, je nachdem, wie ausgeprägt die Hämorrhoiden sind, wie groß die sind und ob sie dann rausfallen oder ob die im Analkanal drin sind, spricht man dann von verschiedenen Stadien. Ja, genau. Also ich habe das auch lange nicht gewusst. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Das sind Blutgefäße, die voller Blut sind. Deshalb machen sie sozusagen dicht von unten. Ich glaube, wenn dann aber Stuhldrang entsteht im Körper, dann geht da das Blut auch raus, genau. Eigentlich. Also alleine das Wort Hämorrhoide, vielleicht können wir dazu ein Wort sagen, stammt aus dem Griechischen für Blutfließen, also Hämmer, Blut und Rhoi für Fließen. Und sobald man dann auf Toilette geht zum Beispiel, entleert sich dieses Corpus cavernosum recti, so ist der Fachbegriff dafür, entleert sich und dann damit ist der Weg dann frei für den Stuhlgang. Und in den Zwischenzeiten wird wieder aufgefüllt, damit man auch dann, wie Sie schon sagten, eine gewisse Dichtigkeit da in der Region erreicht. Und warum fangen die an zu jucken und zu bluten? Die fangen dann erst an zu jucken oder Probleme zu machen, wenn sie sich vergrößern. Ne? Was genau der Pathomechanismus dahinter ist, also die ist Ursache? Die Ursache, ist nicht hundertprozentig aufgeklärt. Man weiß aber, dass es gewisse Risikofaktoren dafür gibt. Man weiß zum Beispiel, dass wenn man lange pressen muss auf der Toilette, die Hämorrhoiden größer werden mit der Zeit. Man weiß, dass auch eine gewisse familiäre Belastung da eine Rolle spielt bei den Hämorrhoiden. Auch dann die Ernährung eine zentrale Rolle bei den Hämorrhoiden spielt. Ne, zum Beispiel scharfe Speisen können auch das Hämorrhoidalleiden begünstigen. Und sobald die mit der Zeit immer größer werden, die fangen dann an, Probleme zu machen, wie Jucken, Brennen, gelegentlich auch Schmerzen, wobei Schmerzen nicht so das klassische Symptom für die Hämorrhoiden sind. Und die fangen auch an, häufig zu bluten. Ja, hellrot ist das Blut, genau, habe ich gehört. Das ist immer so ein Alarmzeichen, auch für die Patienten, die manchmal auch so besorgt sind, weil sie Blut im Stuhl auf einmal haben. Das sind in der Regel die kleinen Gefäße, die an der Oberfläche dann leicht reißen, weil die irgendwann dann so empfindlich sind, sobald der harte Stuhl da drüber läuft, dann reißen die leicht und dann fangen die an zu bluten. Diese Blutung ist in der Regel harmlos, die muss aber dann behandelt werden. Genau, damit haben wir das Stichwort. Ab wann muss ich damit zum Arzt? Bei welchem Symptom? Sobald die Probleme machen, gehören die Hämorrhoiden behandelt. Mhm. Behandlung heißt nicht automatisch große OP. Es gibt auch dann milde Mittel, die man anwenden kann. Das allererste, was man machen kann, ist die Ernährung so einstellen, dass man einen normalen Stuhlgang hat, also einen normalen, breiigen
leichten Stuhlgang, ne, damit man nicht lange auf Toilette sitzt und pressen muss. Bei den kleinen Hämorrhoiden kann man zum Beispiel nur die Hämorrhoiden veröden, also mit einer Spritze praktisch behandeln, mit einem Mittel, was die Gefäße dann enger macht. Oder man kann auch eine Gummibandligatur setzen, sprich eine Ligatur an der Basis der Hämorrhoide, die einfach die Hämorrhoide unterbindet und mit der Zeit dann kleiner wird. Das sind die einfachen Methoden, die man auch in jeder Praxis, proktologischen Praxis anwenden kann. Auch die Salbenbehandlung kann man dann anwenden bei den ersten Stadien des Hämorrhoidalleidens. Und wenn wir dann größere Hämorrhoiden haben oder Hämorrhoiden, die mehr Probleme machen oder wenn die ersten Methoden versagt haben, dann könnte man dann über eine Operation sprechen. Ja, bleiben wir nochmal bei der Therapiestufe 1, ja. So nenne ich das jetzt mal. Ja. Also die kann ich machen lassen bei einem niedergelassenen Arzt, da habe ich das gerade verstanden. Und es könnte sein, dass ich damit meine Sorgen auf immer los bin. Dass diese einfache Behandlung der Hämorrhoiden ist zwar schnell gemacht, hat aber einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass die Hämorrhoide in der Regel auch in der Zukunft weiter Probleme macht. Das heißt, diese Behandlung muss man immer wieder wiederholen. Auch ohne Garantie, dass es dann auf Dauer dann einen Erfolg hat. Also auch selbst, wenn man regelmäßig zum Arzt geht und die Hämorrhoiden behandeln lässt, kann es sein, dass die Hämorrhoiden trotzdem mit der Zeit immer mehr werden bzw. immer mehr Probleme machen. Und dann kommen die Leute zu Ihnen? Genau, dann kommen die Leute zu mir. Wobei, das ist auch ein Gebiet, wo die Leute eine gewisse Hemmung haben, zum Arzt zu gehen. Trotzdem, man muss wissen, dass das unsere tägliche Arbeit ist. Wir sind darauf spezialisiert und da haben wir für jeden Patienten auch eine individuelle Behandlung, um den Patienten zu helfen. Ich habe gehört, ab einer gewissen Altersstufe, und die ist gar nicht so hoch, haben, glaube ich, 80% der Menschen zu tun mit Problemen. Es gibt Statistiken, die sagen, dass mehr als 70% der erwachsenen Menschen irgendwann mit Hämorrhoiden zu tun haben. Also schon ein relevantes Thema. Und es gibt auch Daten dazu, dass in Deutschland mehr als 3 Millionen Menschen eine Hämorrhoidenbehandlung pro Jahr haben. Und sogar, da sind Patienten dabei, die operiert werden. Da sind mehr als 40.000 bis 50.000 Operationen pro Jahr in Deutschland alleine. Ja, das heißt also, man ist nicht allein mit diesem Leiden und man kann darüber auch ruhig reden. Ja. Wenn die Menschen jetzt zu Ihnen kommen und das ist nicht mehr die ganz, ganz, ganz leichte Form, die Hämorrhoiden sind nicht nur ein kleines bisschen größer geworden, sondern doch ein Stück mehr. Was tun Sie dann? Wir können, es gibt viele Methoden, die man anwenden kann. Allein das spricht dafür, dass es kein goldenes Mittel gibt, womit man die Hämorrhoiden behandeln kann. Es gibt eine gewisse stadiengerechte Behandlung, ne? Die Hämorrhoiden, die klein sind, die noch im Analkanal drin sind, bedürfen in der Regel keine operative Therapie. Wenn wir aber Hämorrhoiden haben, die immer wieder dann vorfallen und die vom Patienten dann zum Beispiel reponiert werden mussen, dann also wieder, zurück, wieder zurückgeschoben werden, dann haben diese Methoden, die ich schon angesprochen habe, wenig Erfolg. Dann ist der Chirurg sozusagen gefragt. Und in diesem Fall kann man zum Beispiel die Hämorrhoiden mit einer Unterbindung, also mit einer Ligatur versorgen und einer Raffung. Man kann auch eine Stapler-Entfernung der Hämorrhoiden machen mit einem speziellen Gerät, Klammernahtgerät, womit man dann praktisch alle Hämorrhoiden wegnimmt. Oder man kann altmodische Methoden anwenden, die auch dann bei geeigneten Patienten genauso gut sind, wo man die Hämorrhoiden einfach ausschneidet und entweder wieder zunäht oder einfach offen lässt. Welches sind die häufigsten Fälle, die Sie da haben? Die häufigsten Fälle sind, weil wir natürlich jetzt nicht die einfachen Fälle sehen im Krankenhaus. Das, was wir sehen, sind zweit- bis drittgradige Hämorrhoiden, sprich Hämorrhoiden, die entweder vorfallen und wieder spontan wieder zurückgehen oder Hämorrhoiden, die vorfallen und vom Patienten dann wieder zurückgeschoben werden müssen. Es gibt die höchste Stufe in der Gradeinteilung, sind die Hämorrhoiden, die dauerhaft außen sind und die lassen sich nicht mehr reponieren, also nicht mehr zurückschieben. Also sprechen wir mal über die häufigsten Fälle, für die Sie ja dann wahrscheinlich diese Arterienligatur anwenden und unter Umständen auch etwas machen mit der Schleimhaut, wo Sie eben sagten, Sie stanzen da was aus. Vielleicht erst einmal die Sache mit der Ligatur, das würde mich jetzt interessieren. Wie geht das? Es gibt im Laufe der Zeit sind natürlich viele Methoden entwickelt worden. Dazu zählen die minimalinvasiven Methoden. Was meinen wir mit minimalinvasiv? Dabei wird kein Gewebe entfernt.
Dabei wird zum Beispiel bei dieser Methode, die Sie angesprochen haben, die Ligatur, da wird ein spezielles Dopplergerät angewendet. Das kennt man sonst von der Gefäßdiagnostik, wo man dann die Gefäße darstellt. Würde man dann auch dann die Gefäßdarstellung machen, um zu sehen, wo genau die Gefäße verlaufen, die die Hämorrhoiden dann mit Blut versorgen. Da würden wir ja dann gezielt an den Stellen auch dann eine Ligatur setzen, sprich einfach eine Naht setzen, womit man die Gefäße dann unterbindet. Das heißt, die Blutversorgung fällt weg und die Hämorrhoiden schrumpfen mit der Zeit, weil die natürlich nicht mehr mit Blut versorgt sind. An Stellen, wo man diesen Vorfall auch hat, kann man auch dann eine zusätzliche Raffung machen, wo man die Schleimhaut dann mit mehreren Stichen einfach fixiert, also nach oben rafft, sodass sie nicht mehr die Chance hat, nach außen zu luxieren, nach außen vorzufallen. Ach so, das heißt also, da geht man gar nicht an das Blutgefäß, also an die Hämorrhoide, sondern an die Haut, die da drüber liegt sozusagen. Die, macht, Schleimhaut, die, genau. Die Schleimhaut, die rafft man und dadurch hält man dann die Hämorrhoiden wieder im Körper drin, sozusagen, in Position. Und so, damit hat man auch dann den guten Abfluss gewährleistet. Das heißt, sobald die Hämorrhoide wieder da positioniert ist, wo sie gehört, dann ist auch wieder der Abfluss vom Blut dann gewährleistet. Ja. Wie lange dauert die OP? Diese OP dauert in der Regel 30 Minuten, je nach natürlich Ausmaß des Hämorrhoidalleidens. Und das Ziel der OP ist, dass man nicht alle Arterien erwischt, weil es gibt ja mehrere Arterien, die dann die Hämorrhoiden versorgen. Das Ziel ist, dass man die Hauptmasse an Blut unterbindet. Und wir arbeiten ausschließlich oberhalb der Schmerzgrenze. Wir arbeiten ausschließlich oberhalb einer gewissen anatomischen Linie, die heißt Linea Dentata. Da hat man kein Schmerzempfinden mehr. Und der Vorteil ist, dass man auch dementsprechend deutlich weniger Schmerzen hat wie bei anderen konventionellen Methoden, wo man dann im sensiblen, also im empfindlichen Bereich arbeitet, wo auch dann die sensible Haut ist der Analregion. Aha, das heißt also die OP selber tut erstmal gar nicht so sehr weh. Nein, Betäubung tut nicht weh. Kann man trotzdem haben. Wenn man genau, die Betäubung würde ich trotzdem empfehlen, ja. Weil A, man ist nicht so richtig dabei, wenn man operiert wird. Das wollen auch viele Patienten, dass die nicht unbedingt alles mitbekommen. Und B, wenn doch eine Stelle weh tut, da brauchen wir einen richtig schlafen Schließmuskel, der nicht einfach kontrahiert, wenn der Schmerz auf einmal da sein soll. Ja. Wenn ich danach wieder in meinem Krankenbett bin, wie geht es dann für mich weiter nach der OP? Nach der OP bleiben Sie erstmal im Krankenhaus, um sicher zu sein, dass alles gut verläuft, sprich, dass man keine Komplikationen hat, wobei die wichtigste Komplikation bei dieser Methode letzten Endes die Nachblutung ist, auch wenn die selten ist. Und wenn es dem Patienten gut geht, dann kann er dann in der Regel am nächsten Tag oder am übernächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Und dann gibt es eine gewisse Nachsorge, in der Regel so nach 4 bis 6 Wochen, wo die Patienten nochmal zu uns in die spezielle Sprechstunde kommen, wenn nochmal die Symptome bzw. die Beschwerden gefragt und auch die aktuelle Problematik wird dann besprochen, wenn eine da sein soll. Muss ich auf irgendetwas achten? Muss ich anders essen? Die Ernährungsumstellung ist sowieso generell zu empfehlen. Auch, ballaststoffreicher. Genau, ballaststoffreiche Ernährung ist zu empfehlen. Also alles, was dazu beiträgt, dass man ohne wesentliche Probleme, ohne wesentlichen Druck auf Toilette gehen kann. Sprich, ballaststoffreiche Ernährung, viel Gemüse, viel Obst, möglichst Fleisch, Kartoffeln vermeiden. Also grob gefasst, alles was gut schmeckt, sollte man eher vermeiden. Nein. aber generell alles, was den Stuhl breiiger macht und ein bisschen lockerer macht, sollte man bevorzugen. Und kann ich jetzt gleich 2-3 Tage nach dem Krankenhausaufenthalt wieder all das essen? Also alles, was gut ist natürlich, aber so scharf wie früher und so? Also alles, wie gesagt, alles, was nicht zu einem erneuten Hämorrhoidalleiden führt, ne? Könnte man essen. Also da gibt es keine Einschränkung. Man kann sich ganz normal ernähren wie vor der OP. Sollte man auch natürlich bedenken, dass jedes Verfahren, egal
von welcher Methode wir sprechen, alle ein gewisses Risiko haben, dass die Hämorrhoiden wiederkommen und dass die wieder Probleme machen. Ja, genau. Das wäre meine Frage noch gewesen. Wie groß ist die Chance, dass ich danach keinen Ärger mehr bekomme? Ja. Wir machen natürlich eine OP, die zu einem großen Teil Erfolg hat. Und dazu gibt es natürlich Patienten, die trotzdem nach der OP dann weiterhin Probleme haben. Das ist aber die Minderheit. Also in den Studien spricht man von einer Rezidivrate, also von einer Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, von unter 10%. Das heißt, mehr als 9 von 10 Patienten, die behandelt werden, haben in der Zukunft keine Probleme mehr. Und wenn dann der 10. zu Ihnen kommt, ist es dann für Sie leichter oder schwieriger, ihn noch einmal zu operieren? Das nicht. Es kommt immer natürlich darauf an, was da genau voroperiert ist. Wenn wir jetzt von dieser Methode sprechen mit der Ligatur, dann kann man genau das gleiche Verfahren anwenden. Das ist der Vorteil von dieser Methode, dass man das auch dann beliebig wieder anwenden kann, ohne dass es dann Nachteile für den Patienten hat. Aha, und bei dem Raffen der Darmschleimhaut, kann man das auch nochmal wiederholen? Das kann man genauso wiederholen. Okay. Es gibt andere Methoden, wo man dann ein bisschen vorsichtiger sein muss. Je mehr Gewebe man wegnimmt, desto mehr Narbengewebe hat man dann auch, sodass irgendwann eine gewisse Einschränkung gibt. Wie viel nimmt man weg, wie viel lässt man dann übrig? Bei der Methode gibt es diese Einschränkung nicht. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!